Heute geht es nicht um die Frage, was ist Erleuchtung, große Befreiung, Kensho Satori. Darum geht es nur in euch selber, in eurem Herz, in eurem Geist. Darüber kann man nichts sagen. Wenngleich ich auch versucht habe, ein Video zu machen, was ist Erleuchtung. Aber da geht es darum, ein Gefühl, einen Geschmack, eine Idee zu bekommen. Heute geht es darum, über das, was wir reden können, nämlich der Weg dahin. In den alten Schulen sagt man nur, wie komme ich dahin? Zieh dir Bergschuhe an, nimm einen Stock in die Hand und folge diesem Pfad. Und manchmal gibt es den gar nicht mehr. Und manchmal ist der Berg eben auch unendlich hoch. Und so ist es so, dass sich viele verlieren und auch viele aufhören. Deswegen habe ich vor 20 Jahren etwas entwickelt, was ich für sehr wichtig halte und was sich bewährt hat. Nämlich auf diesem Weg zur Bergspitze sogenannte Berghütten einzubauen, ja, wo man rasten kann. Also man fängt irgendwo auf einer Wiese an, loszugehen, einer alten Alm hier so, ab in die Berge und irgendwann gegen Abend hat man eine Berghütte erreicht. Und davon gibt es 4 Stück. Und die nenne ich die 4 Meilensteine. Und ich habe euch ja versprochen, darüber zu sprechen. Und viele von euch haben gesagt, ja, uns interessiert das. Was sind Meilensteine? Was sind die Berghütten im Daishinzen? Es ist eine Kombination aus auf der einen Seite einem Korb von verschiedenen Übungen und auf der anderen Seite von Erfahrung, die unser Ich, unser Wesen macht, wenn es auf diesen Berg steigt. Und ich halte es für sehr motivierend und es verändert auch die Ausrüstung, wie in einer Himalaya-Expedition, Basislager 1. Da ist man noch so zu Fuß unterwegs, Basislager 2 und bei 3 braucht man schon ein Atemgerät oder einen Sherpa, der einen den richtigen Weg zeigt. Das heißt, die Meilensteine sind auf der einen Seite Erfahrung und Übungsgruppen zugleich. Und diese sind erstens, der erste Meilenstein im Daishinzen ist Energie, ja, Kraft, innere Mitte, ja, Fokus, aber auch Anstrengung. Dort sind alle Übungen drin, wie Hara-Meditation, über Lebenskraft, die Lebenskraft in einem selber. Das, was uns Power gibt, was uns die Kraft gibt, diesen Weg auch bis zur Bergspitze zu gehen und zumindest auch den Weg in dem unglaublichen Fülle unseres Lebens. Da geht es um Lebensenergie, die in uns ist, Qi-Energie, im indischen Prana genannt, die chinesischen Qi wie Qigong. Der zweite Meilenstein ist dann Entspannung im Sinne in sich selbst hinein versenken. Also Entspannung ist notwendig und es ist das Gegenteil von Fokus und Energie, sondern es ist ein in die Übung hineinfallen, lassen, das niederlassen und still werden. Und in dieser Stille öffnen sich verschiedene Formen von Erfahrung. Der dritte Meilenstein ist dann die große Einheit, also das, was ist zum ersten Mal eine Erfahrung, die über mich hinausgeht. Man kann das Herzgeist nennen, man kann es große Einheit nennen, Metta-Meditation. Das ist die Wahrnehmung, dass ich mehr bin, als ich bin. Und das kennt ihr auch alle. In dem Moment, wie wir durch die Welt gehen, nur ein Hauch von Liebe, Mitgefühl, Güte, ja, eine Mitfreude mit anderen, da ist es. Indem ihr euch nicht über irgendwas freut, was ihr irgendwas bekommen habt und jemand freut sich, ein Kind, und wow, ihr freut euch mit. Da ist die Verbindung, das ist über uns hinaus. Und dieser Weg ist der Weg Kokoro, japanisch genannt. Die große Einheit. Und der vierte und letzte Weg ist Achtsamkeit, Klarheit, große Befreiung. Es geht um Freiheit und um die Nachhaltigkeit, um Sinn und Sein hier in der Welt. Das sind die 4 Meilensteine. Und jeder Meilenstein enthält einen Korb von verschiedenen Übungen. Warum? Weil wir hier in unserer Zivilisation sehr verschieden sind. Wir haben eine ganz andere Kultur, eine individuelle, neugierige Kultur, eine kreative, ich finde auch eine großartige Kultur. Und nicht so sehr wie im Osten häufig oder früher jedenfalls eine gruppenorientierte. Und das Daishinzen ist sozusagen östliche Weisheit, angepasst, also eine Brücke in unsere westliche Kultur, in unseren westlichen Geist. So, jetzt gucken wir uns jede dieser 4 Meilensteine nochmal an und ich nenne ein Beispiel. Wenn wir also in den ersten Meilenstein reingehen, das heißt Kraft,
innere Mitte. Auf Japanisch nennt man das Hara, Hara-Meditation. Das ist die Kraftmitte des Menschen durch Atemübung. Dazu gehört aber auch schon eine Übung, wenn ich nur mich auf meinen Atem fokussiere und mit dem Ausatmen mich nach unten bewege. Ja, es ist weniger ein Loslassen, sondern es ist eine leichte Anstrengung, eine leichte Fokussierung, nur Atem, nur Kraft, nur Energie, kein Gedanke. Und alle Übungen, die da sozusagen wirken, wie Bambusatmung oder auch Sägezahnübung, die Samurai, die fünffache Atemvertiefung, Mu, Hara und viele, viele, viele andere, das sind Übungen, die die Kraft in uns, im Menschen, sammeln, besonders speziell im Zen, im Hara, im Unterbauch, also unter dem Bauch. Und die Wirkung dieser Übung ist erstmal, dass zwei Dinge geschehen. Das heißt, durch das Ausatmen wird die Energie im Kopf-Schulter-Bereich sozusagen frei und fällt hinab, sammelt sich im Unterbauch und der Kopf wird klarer. Und zum anderen ist es so, dass sich die Energie sammelt im Hara. Und der zweite und wichtigste Effekt ist, dass sich diese Kraft dann im Unterbauch, im Hara und in unserem Körper sammelt. Das heißt, die Erfahrungen, die unser Ich, und das ist hier noch ich, ja, ich mache eine Erfahrung, ist auf der einen Seite eine starke innere Kraft und auf der anderen Seite ein Hauch von Stille und Klarheit im Bereich von bewusstem Sein. Darüber hinaus können wir jetzt diese Übung von Hara mit Körper-Geist-Training verbinden. Das kennt ihr, Bogenschießen zum Beispiel, Kyudo ist so eine Übung. Und es hat sich ja inzwischen rumgesprochen, dass bei uns im Taishin Zen der Liegestütz und Klimmzüge und Bodyweight Training, Core Training für uns der Do sind, sodass wir Körper und Geist verbinden und die Verbindung, die die beiden verbindet, ist Energie, ist die Ki-Energie. Das ist der erste Meilenstein. In japanischen Klöstern ist es so, dass die Mönche und die Nonnen dies zuallererst lernen, nämlich überhaupt die Kraft zu gewinnen, diesen doch sehr, sehr herausfordernden Weg zu gehen. Der zweite Meilenstein ist das totale Gegenteil. Es meint Entspannung, aber nicht in dem Sinne, ich hau mich aufs Sofa, Füße hoch, Xbox und Playstation an und schönes alkoholfreies Bier aufmachen. Nein, das ist nicht Entspannung. Was ist eigentlich Entspannung? Entspannung ist, dass wir Verspannungen lösen. Und Alkohol und andere Dinge tragen null dazu bei, eine tiefe in uns existierende Spannung aufzulösen. Es geht also um alle Meditationsebenen und Techniken, die dazu führen, dass wir uns als ganzes Wesen entspannen. Dass wir energetisch, körperlich, geistig in ein loslassendes Entspannen kommen. Und das ist die Voraussetzung für das, was der eigentliche Name dieses zweiten Meilensteins ist, nämlich Versenkung, Samadhi. Jetzt können wir aus dieser Entspannung in die Tiefe uns fallen lassen und mehr in eine Art Selbsteinheit, eine Erfahrung von eigener innerer Einheit kommen. Und dieser Meilenstein hat sicherlich auch die spektakulärsten Erfahrungen. Dort sind Erfahrungen, wie wir sie in den Jana-Stufen kennen. Ich nenne einfach mal die Jana-Stufen und dann wisst ihr, was es da so gibt. Es gibt da noch viel mehr als die 8, die ich jetzt nenne. Nämlich die erste Jana-Stufe ist Freude. Die zweite Glückseligkeit. Die dritte Seligkeit. Ja, das ist einfach nur ein Sein. Ja, und die vierte Jana-Stufe ist tiefes, gelassenes Sein. Die fünfte, Raumunendlichkeit, also zu spüren, jetzt geht unser Ich quasi, löst sich auf und wir erfahren, dass wir mehr sind. Bewusstseinsunendlichkeit ist zu erfahren, was ist wirklich Bewusstsein, ohne dieses kleine Ich, das da immer rumnölt. Leerheit und weder sein noch nicht sein, die letzten beiden. Das sind großartige Erfahrungen, die wir in dieser zweiten Meilenstein erfahren können. Und dementsprechend gibt es viele verschiedene Übungen dafür. Eine ist, indem wir jetzt beispielsweise in ein Mantra gehen, dieses Mantra nehmen und mit diesem Mantra in die Tiefe. Das ist jetzt nicht typisch Zen, aber es ist sehr verbreitet. Im Zen gibt es
Mu im Indischen Om oder im Tibetischen Om Ahom Vajragoro Padma Siddhi. Also das heißt, dort mit einem Fahrzeug sich in die Tiefe, tiefer eigene innere Einheit fallen lassen. Ein großer Berghütter, viel besucht, es ist viel los und ist schon sozusagen ein bisschen an der Waldgrenze. Der dritte Meilenstein ist aus meiner Sicht der schönste, weil dort wunderbare, großartige, sinngebende Erfahrungen auf uns warten, nämlich liebende Güter, mitfühlende Liebe, selbstlose Freude und Gelassensein, die Brahma-Viharas. Dort lösen wir uns zum ersten Mal von ich bin ich und will es bleiben und erfahren, dass wir viel mehr sind, dass wir vom Ich zum Wir. Das ist eine Erfahrung, die jeder Mensch machen kann und auch jeder Mensch in seinem Leben gemacht hat. Das kennt jeder. Jeder kennt Güte, jeder kennt Liebe, Freude und ich hoffe auch Gelassenheit. Nur hier in diesem dritten Meilenstein wird es nachhaltig. Es wird zum Grundton, zur Grundausrichtung meines Lebens. Das ist das Schöne. Ich suche die innere Sonne und finde sie in allem, nicht nur im Inneren. Kokoro, Herz auf Japanisch. Der vierte Meilenstein ist dann Sati, Achtsamkeit, offene Weite, Klarheit. Aber vor allen Dingen ist es die große Befreiung. Jetzt ist nur jetzt. Immer Koko, here and now, hier und jetzt. Ich gehe in den Wald und niemand ist mehr da. Die vier Meilensteine des Daishin Zen. Ein wunderbarer Weg mit vier wunderbaren Berghütten mit unterschiedlicher Einrichtung. Herzlich seid ihr eingeladen, diesen Weg zu gehen. Das war meine versprochene Antwort zu den vier Meilensteinen des Zen. Insgesamt 108 Übungen sind dort in vier Körbe geteilt. Und da ist für jeden was dabei. Und worauf ich mich besonders freue, bald kommt ein Video zur Teezeremonie, wohlgemerkt nicht Chado, so mit Pinsel und Schale, nein, sondern wie die Mönche das tun. Sere! Das ist ein schöner Sencha. Und das werde ich vorher nochmal genau ankündigen, dann könnt ihr euch nämlich alle Tee kaufen, besorgen, grünen Tee, Sencha-Tee. Und ich gebe ein paar Tipps und dann können wir irgendwann zusammen alle Tee trinken. Das heißt, erst kommt dieses Video zur Teezeremonie und dann machen wir ein Video zusammen, wo wir uns verabreden, Tee zu trinken, live. Das ist eine Idee, habe ich gerade. Hätte ich Lust zu. Ihr Lieben. Hi!